Wie sieht es nach einem Wochenende auf den öffentlichen Plätzen aus? Ja, das ist ein Riesenproblem bei uns auf den öffentlichen Plätzen. Thema sicher Littering. Was halten Sie davon, dass sich die Jugendlichen auf den öffentlichen Plätzen aufhalten? Ja, sie haben fast keine andere Möglichkeit, nebeneinander sich zu treffen. Ich finde das eigentlich gut, lieber so in den öffentlichen Plätzen als in den Restaurants rumhängen. Und wir in Strengelbach, wir haben verschiedene Plätze, wo die eigentlich sein können. Da hat überhaupt niemand etwas dagegen, dass sie im Museum sind oder hier auf dem Begegnungsplatz. Im Gegenteil, die sind dort willkommen. Aber das Einzige ist, sie sollen einfach keine Sauerei machen und keinen Vandalismus betreiben. Was haben Sie für Erlebnisse mit den Jugendlichen auf dem Friedhof? Sie machen manchmal Sachen, die man nicht unbedingt auf dem Friedhof macht. Aber sonst, wenn man mit ihnen, muss ich sagen, ist es meistens relativ positiv. Was da eben abgeht am Friedhof, ist eine Katastrophe. Von mir aus gesehen ist der Friedhof kein Partylokal. Ende, Schluss und Amen. Nachdem wir von den Erwachsenen gehört haben, wie sie die Situation im öffentlichen Raum erleben, wollen wir bei den Jugendlichen entsprechend nachfragen. Gibt es auch Erwachsene, die euch vom Fröschli jagen? Ja, das passiert öfters. Was sagen die Erwachsenen, wenn sie kommen, reklamieren? Ja, sie kommen uns ankreien und schreien um und sagen, Kapperdami, wir möchten doch mal Musikleisliger, wir wollen doch vielleicht Ruhe haben. Brauchen Jugendliche Orte, wo sie eigentlich auch einfach unter sich sein können? Ich denke, das ist wichtig, dass sie also wie Rückzugsmöglichkeiten haben, ohne dass man immer ihnen reinruft, dass sie nicht laut sein dürfen oder so. Ist halt in Strengelbach noch schwierig, weil es relativ dicht ist. Ja, absolut. Das brauchen alle. Das brauchen die Jugendlichen nicht weniger, wie wir Erwachsenen auch. Schauen mal, weiss ein Dorf an. Wir gehören zusammen. Wenn du Chef von Strengelbach wärst, was würdest du für die Jugendlichen machen? Also ich würde mal mehr Freiräume machen. Also es ist eigentlich nur der Jugendtreff und das ist nur am Freitag. Und ich würde eigentlich noch also Mandy oder Zischi oder so einfach auch noch etwas ist, wo die Jugendlichen sich auch noch treffen können.